Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute geht's weiter mit unserem kleinen Amigurumi-Schweinchen und zwar zeige ich dir heute, wie du den Körper häkelst. Los geht's natürlich mit dem Hals, den du direkt an den Kopf anhäkelst. Dazu suchst du dir hier einmal die Mitte von der Schnauze aus gesehen und gehst dann von dort aus 4 Maschen zur Seite. Das ist dann der Punkt, an dem du neu ansetzt. Und du musst beachten, dass du hier ungefähr 7 Runden nach hinten häkeln wirst. Und das wäre gut, wenn das eine Runde noch ohne Abnahmen ist. Also wenn du das Ganze vor der ersten Runde mit den regelmäßigen Abnahmen beim Kopf hinkriegst. Ist aber auch nicht so entscheidend. Also wir schaffen es auch anders. Und dann häkelst du hier einmal eine Luftmasche, um deinen Faden zu fixieren. Und dann geht es los mit 7 festen Maschen in diese Richtung. Dazu stichst du immer vor einer Masche ein, führst die Nadel drum herum, kommst dahinter wieder raus, ziehst deinen Faden durch, ziehst den Faden nochmal durch, nochmal vor der Masche einstechen, dahinter wieder herauskommen, Faden durchholen, Faden nochmal durchziehen. Vor der Masche einstechen, dahinter wieder herauskommen, Faden durchziehen, Faden nochmal durchziehen. Also ganz einfach eigentlich. Und das machst du in diese Richtung, wie gesagt, insgesamt 7 Mal. Und wenn du das gemacht hast, kannst du nochmal schauen, ob dir die Position vom Hals auch gefällt. Und dennoch kannst du es ja ganz einfach wieder aufmachen. Guckst du nochmal, ist es auch nicht schief geworden? Und wenn ja, dann machst du es nochmal auf und fängst einfach eine Masche weiter links an oder weiter rechts, je nachdem, in welche Richtung du es gerne hättest. Wenn dir die Position dann so gefällt, wendest du deine Arbeit um 90 Grad und jetzt kommen 7 feste Maschen in die neue Richtung. Das geht eigentlich genauso, nur dass wir jetzt immer vor der Runde einstechen, hinter der Runde wieder rauskommen, Faden durchziehen, Faden nochmal durchziehen, vor der Runde einstechen, dahinter wieder rauskommen und Faden 2-mal durchziehen. Also im Prinzip die gleiche Technik, nur eben jetzt in eine andere Richtung. Und dann machen wir eben auch nochmal 7 feste Maschen in diese neue Richtung, also nach hinten. Dann wenden wir unsere Arbeit wieder, wenn wir die 7 festen Maschen gemacht haben. Einmal wenden, zack. Und dann kommen auch wieder 7 feste Maschen in die neue Richtung. Diesmal wieder vor der Masche einstechen, genauso wie ganz am Anfang. Aber ansonsten alles genau gleich. 7 feste Maschen auch in diese Richtung. Und danach dann noch einmal die Arbeit wenden und wieder 7 feste Maschen in die neue Richtung. Und das sollte jetzt so sein, dass du hier gleich die erste Masche der Runde wieder triffst. Das heißt, falls du jetzt doch in die Runde mit den Abnahmen gegangen bist, musst du hier so ein bisschen schräg häkeln. Dann kann es sein, dass du ein bisschen nachjustieren musst, also ein bisschen weiter nach hinten die ein oder andere Masche hier so ein bisschen schräg häkeln musst. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du mit diesen letzten 7 festen Maschen der Runde am Ende dann wieder auf die allererste Masche der Runde triffst, genauso wie das hier dann auch passiert. Und dann hast du eben so ein kleines Quadrat, das mehr oder weniger rund oder gerade oder schief aussieht. Und das ist deine erste Runde aus 28 festen Maschen. Nach dieser Runde solltest du dann auf jeden Fall nochmal gucken, ob dir die Position des Halses so gefällt, ob das alles schön mittig sitzt, sonst müsstest du die Runde nochmal machen. Wenn alles passt, geht's zur nächsten Runde. Dabei ist wichtig, dass du nicht in die Luftmasche häkelst, mit der du deinen Faden fixiert hast am Anfang, sondern eben in die erste richtige feste Masche. Und dann verdoppeln wir in dieser Runde jede 7. Masche der Vorrunde. Also anders ausgedrückt, wir häkeln immer 6 einfache feste Maschen. Und in die 7. Masche der Vorrunde kommen dann einfach 2 feste Maschen. Also wir gehen hier in die 7. Masche rein, häkeln eine feste Masche und dann häkeln wir einfach in die gleiche Masche noch eine 2. feste Masche. Und das machen wir jetzt mit jeder 7. Masche, also insgesamt 4-mal das Muster, 6 feste Maschen, eine Verdoppelung häkeln und dann beenden wir die Runde mit 32 Maschen insgesamt.
In der nächsten Runde verdoppeln wir dann jede 8. Masche der Vorrunde oder anders ausgedrückt häkeln das Muster 7 feste Maschen, eine Verdoppelung, insgesamt 4-mal, sodass wir am Ende der Runde dann auf 36 Maschen kommen. Ich zeige dir das Muster hier nur einmal. Du machst es insgesamt 4-mal und nach dieser Runde treffen wir uns dann hier gleich wieder. In der nächsten Runde verdoppeln wir dann jede 6. Masche der Vorrunde oder anders ausgedrückt häkeln das Muster 5 feste Maschen, eine Verdoppelung, insgesamt 6-mal. Ich zeige dir das Muster hier auch wieder nur einmal. Du machst es wie gesagt insgesamt 6-mal, sodass wir dann am Ende der Runde bei 42 Maschen insgesamt landen. Und wie auch schon in der Vorrunde treffen wir uns danach dann hier gleich wieder. Dann häkeln wir insgesamt 12 Runden nur mit einfachen festen Maschen oder anders ausgedrückt häkeln 12-mal 42 feste Maschen. Ich zeige dir hier nur den Anfang dieser einfachen Runden, weil du ja selber häkeln sollst und nicht mir die ganze Zeit zuschauen. Und nach diesen 12 einfachen Runden treffen wir uns dann gleich hier wieder. Und jetzt geht's los mit regelmäßigen Abnahmen. Das heißt, in der nächsten Runde nach diesen 12 einfachen Runden häkelst du jede 6. und 7. Masche der Vorrunde zusammen. Das heißt, wir starten mit 5 ganz einfachen festen Maschen, machen dann eine Abnahme. Ich nutze dazu immer die unsichtbare Abnahmetechnik und die geht so. Du gehst in die vorderen Maschenschlaufen der beiden Maschen, die du zusammen häkeln möchtest. Erst in die erste, dann in die zweite. Ich zeige dir das hier mal in Zeitlupe ganz, ganz, ganz langsam. So sollte das ungefähr aussehen. Dann holst du deinen Faden durch diese beiden Schlaufen, hast dann wieder 2 Schlaufen auf der Nadel und ziehst den Faden dann durch die beiden Schlaufen durch. Fertig ist die unsichtbare Abnahme und das machst du eben bei jeder 6. und 7. Masche. Oder anders ausgedrückt, du häkelst das Muster 5 feste Maschen, eine Abnahme, insgesamt 6-mal, sodass wir dann nach dieser Runde bei 42 Maschen insgesamt landen. Hier kommt nochmal die unsichtbare Abnahme, also in die vorderen Maschenschlaufen der beiden Maschen, Faden durch diese beiden Schlaufen und dann Faden nochmal durch die beiden Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast. Dann wieder 5 einfache feste Maschen. Einmal zeige ich dir die unsichtbare Abnahme hier gleich noch mit Ton quasi. In die vorderen beiden Maschenschlaufen gehen, Faden dann durch diese beiden Schlaufen durchziehen und dann durch die beiden Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast. Aber natürlich kannst du auch durch jede andere Abnahmetechnik hier diese unsichtbare Technik ersetzen. Und so geht es dann weiter bis zum runden Ende, also bis du das Muster 5 einfache feste Maschen, eine Abnahme 6-mal gemacht hast. Ich zeige dir das hier jetzt noch im Bild weiter und Ton kommt dann gleich bei der nächsten Runde wieder. So, da du ja jetzt weißt, wie die regelmäßigen Abnahmen gehen, zeige ich dir nur jeweils den runden Anfang. In der nächsten Runde häkeln wir jede 5. und 6. Masche zusammen oder anders ausgedrückt häkeln das Muster 4 feste Maschen, eine Abnahme insgesamt 6-mal, sodass wir am Ende der Runde dann nur noch 30 Maschen haben. In der nächsten Runde häkelst du jede 4. und 5. Masche zusammen oder anders ausgedrückt häkelst das Muster 3 feste Maschen, eine Abnahme, insgesamt 6-mal, sodass wir am Ende nur noch 24 Maschen insgesamt haben. Nach dieser Runde kannst du mit dem Stopfen beginnen und dabei den Körper auch schon mal so ein bisschen formen. In der nächsten Runde häkelst du dann jede 3. und 4. Masche zusammen, arbeitest also das Muster 2 feste Maschen, eine Abnahme, insgesamt 6-mal, sodass wir danach nur noch 18 Maschen haben. Und auch nach dieser Runde kannst du noch mal ein bisschen nachstopfen und den Körper dabei auch schon mal wieder ein bisschen weiter formen.
Dann häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen. Also das Muster eine feste Masche, eine Abnahme, 6-mal häkeln, sodass du danach nur noch 12 Maschen übrig hast. Und dann häkelst du 6-mal 2 Maschen zusammen oder anders ausgedrückt arbeitest 6 Abnahmen. Da du ja inzwischen weißt, wie die Abnahmen geht, zeige ich dir die Abnahmen hier ein bisschen schneller. Also die Runde soll sich eben schließen, sodass du dann nur noch 6 Maschen insgesamt in der Runde hast, die wir dann gleich vernähen. Und wenn du die 6. Abnahme gemacht hast, kannst du deinen Faden auch schon mal abschneiden und durchziehen. Das ist jetzt hier die 6. Abnahme bei mir. Dann einmal den Faden abschneiden, durchziehen und dann zeige ich dir gleich noch, wie du ihn vernähst. Meine Lieblingstechnik dafür ist nämlich diese hier. Du gehst immer in die vorderen Maschenschlaufen von allen Maschen bis auf einer letzten, also hier von den ersten 5 Maschen. Dann ziehst du einmal ordentlich fest, dann verknotest du deinen Faden mit der letzten vorderen Maschenschlaufe, machst hier also nochmal ein Knötchen, ziehst fest, versteckst den Faden dann einfach irgendwo im Amigurumi-Körper und schneidest ihn dann ab und kannst ihn dann nochmal so ein bisschen reinziehen, so ein bisschen knuffen. Und dann sollte unser Amigurumi-Schweinchen inzwischen so aussehen. Natürlich machen wir nächste Woche weiter mit Armen und Beinen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mithäkeln. Jetzt freue ich mich wie immer über deine Kommentare und Anregungen. Und natürlich auch, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben dalässt, wenn dir das Video gefallen hat. Und nicht vergessen, für mehr freie Häkelvideos einfach meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann!